Ich kenne das Fatalist. Hallo. Hi. Nee, der hat sich gerade so krank angehört. Nee, Ja, alles nee, gut. Du sehr bist gesund. zurück. Ich wollte Sie aber eh fragen, haben Sie ein Update für mich? Da will ich dann einmal mit mir mitzukommen. Ich dachte, Sie kommen auf mich zu, wenn Sie was Neues Und haben. dann, ja, Waffen ablegen. Weil ich so eine offensichtliche Bedrohung für Sie bin. Das ist Pflicht. Okay. Und dann können Sie sich einmal Herzlich willkommen. setzen. Was hat er mit seiner Rüstung gemacht? Warum hat er seine Rüstung so verunstaltet? Was ist das denn? Also, wir haben etwas mitbekommen, aber es wird dennoch weiterhin ermittelt. 10, 26, 45 und 64 werden herausgenommen. Was? Und Superzahl ist die 6? Aber Was der erzählt denn Rest wird ihr? dann doch noch geahndet. Sollten wir aber dann weitere Informationen oder so noch mehr haben, werde ich mich dann wieder bei Ihnen melden. Also ich hatte jetzt schon mit Schneider gesprochen, der den technischen Bericht gegeben hatte. Der Medic hat den medizinischen Bericht. Also ich meine, es sind doch eigentlich alle Fakten da, oder erwarten Sie jetzt noch neue Erkenntnisse irgendwo her sich zu ziehen? Tatsächlich muss ich immer noch auf den Chief Corporate Chief warten. Aber die Sachen, die ich Ihnen jetzt gerade aufgezählt habe, die wurden, wie gesagt, hernommen. Ja, mit den Zahlen kann ich jetzt nichts anfangen. Aber was meinen Sie mit herausgenommen? Die wurden fallen gelassen, weil sie dafür jetzt nicht hinlängliche Beweise haben, oder was? Hat sich die Gesetzeslage geändert, oder wie meinen Sie? Also laut unseren Regeln vom ROK geschrieben, wie der Sergeant-Major sich erklärt hat, ist das herausgekommen, dass das ein Versehen war mit der Granate. Deswegen wir das weiterhin nicht ahnden dürfen. Ich bestehe darauf, das war kein Versehen. Sie bestehen darauf. Der Sergeant Major hat seine Leute angreifen wollen. Ich bin mir sehr sicher. Klar, ich kann jetzt nicht in seinen Kopf reinschauen, ne? Offensichtlich. Aber ich kann nur sagen, für mich sah es so aus. Hat anscheinend zu einem Training gehört, was auch bei der N angemeldet wurde. Auf dem Flur. Das verstehe ich auch nicht. Ist der Fehler der Das ist dann Schickfried kein Training, gewesen? oder? Lassen Sie sich nicht von denen verarschen. Ja, nee, wie gesagt, das steht hier drinne. Wie gesagt, ich kann nochmal mit dem Chief Corporal reden und das nochmal klären. Wie gesagt, der hat das jetzt hier gerade reingeschrieben. Es steht geschrieben, dass dieses Jagen der Airborne ein Training war und er auch nur mit Trainingsmunition geschossen haben soll. Und bei der Granate hieß es halt, dass das ein Unfall war, dass er sein Jetpack einschalten wollte und die Granate aus Versehen geworfen hat. Ich benutze jetzt So. selten Granaten und auch eigentlich noch nie ein Jetpack, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so nah beieinander liegt. Wenn man eine Granate, die ist ihm ja nur aus der Tasche gerollt. Er hat die ja tatsächlich geworfen. So, und dieser Move zu werfen, der ist doch nicht gleichbedeutend mit, ich aktiviere mein Jetpack. Das ist doch von vorne und hinten gelogen, oder nicht? Wie gesagt, ich werde mich nochmal mit dem Chief Corporal unterhalten. Digga, mach deinen Job! Ich hab einen Scheiß, also berühren Sie hier nicht so rum. Bitte was? Sie stehen über meinem Verhörraum. Da brauchen Sie sich nicht beschweren, dann gehen Sie woanders hin. Dünne Wände. Flüstern ja halt. Also ich verstehe Ihren Punkt ja, aber es kann tatsächlich auch mal aus Versehen passieren. Aber ich werde noch mit dem Chief Corporal darüber reden und Sie dann informieren, Specialist. Ah, Wenn man irgendwas aus genau. Versehen macht, dann sagt man ja irgendwie Huch oder Ups oder Oh Ja, nein ich weiß. oder irgendwas in der Richtung. Also da war Und halt ich gar sehe das nicht nichts. gesehen, ja. Nochmal darüber unterhalten, was jetzt Sache Das ist. ist super, ich danke Ihnen. Angenehmen Dienst. Was da wieder? 10-1, bin unterwegs. Willst du von der RM zu MT wechseln? Nein. Beastfunk Für die Kompetenz 107, die jetzt keinen Rucksack haben, geht mal in die Trainingsbox und holt 107. euch einen. Jeden aber geordnet 101 da. Und einen Rucksack 101. Hauptpunkt 101, Deckenpunkt 101. Ein Rucksack. Warum soll ich jetzt einen Rucksack nehmen sollen? Was ist das denn? Du musst dann dich noch hellblau machen. Hellblau, natürlich, meine ich auch noch hellblau. Also Star, was hier abgeht, ist meine Einsatzkoordinierung. Bitte? Nichts verstanden. Du machst das, wird schon alles gut werden. Ich glaube, da ist kein Rucksack mehr also ich komm drin. Hierher. Wie geht das nochmal mit Open? Body Open Menu? Und Rucksack habe ich halt jetzt keinen. Pech für mich. Wer leitet das hier? Deine Mutter. Wir sollten vielleicht noch eine Medizinbox bringen. Bei 24 Männern bin ich. Ich kann 20 behandeln. Ja, die können wir vielleicht gleich in den Panzer laden. Das ist ein guter Einsatz. Das Coole ist, dass ich jetzt sehr, sehr spät dazugekommen bin. Das heißt, ich habe den ganzen Orga-Kram jetzt nicht mitgekriegt. Also Spider und Hot machen das. Ich bin gespannt. Hot kenne ich ja jetzt schon. Mann weniger Worte, aber vernünftig. Aber ist ein Training Trainingsmunition oder ist Einsatz? Ja. Einsatzkoordinierung. Sie haben es. Nein, er hat Trainings gesagt, der hat noch Einsatz gesagt. Ich habe jetzt erstmal normale Munition geladen. Schauen wir gleich mal, was wird. Ganz habe ich das jetzt noch nicht durchblickt, wie die sich jetzt hier die Trupps aufgeteilt haben. Also wir haben einmal einen roten Trupp, wir haben einen hellblauen Trupp. Dann haben wir Spider und Hot, die den großen Bums leiten. Aber die einzelnen Trupps haben auch jeweils noch First und Second. Das heißt, wir haben insgesamt vier Danke. Köpfe. Jetzt gleich dauerhaft ihre Meinung kundtun wollen, finde ich viel. Finde ich die Aufteilung insgesamt schon mal nicht verkehrt, aber ich glaube, ich hätte. Ja, bei einem Medic ist auch blöd, ne? Ich glaube, ich hätte zwei Medics genommen und dann je einen Trupp zugewiesen. Bei so vielen Männern hat Kicks schon einen Punkt. Aber gut, kann man jetzt nicht wissen, was jetzt da die beste Entscheidung wäre. Schauen wir mal, was wird. Das wird eine offene Formation. Es werden sich Druiden innerhalb ist des jetzt mit Dorfs dem aufhalten, aus? Also Achtung. Die sind nicht, wir nicht mit. Endes.
Die sind, Druiden sind nicht Teil des Trainings. Haben wir vorher schon. Das ist dann kein Training mehr. Boah, warum machen wir denn Training direkt neben einer feindlichen Basis? Oder wie auch immer, neben einem feindlichen Gebiet. Da, wo wir Feinde vermuten. Warum machen wir denn daneben ein Training? Das check ich nicht. Kümmert sich um Information links. Für euch. Es gibt 3 Druiden, das sind keine KOS-Druiden, die sie machen momentan kleine Anschläge auf andere Klonen. Hey, nein, 3 ist kein Druide. Wenn die auf euch schießen, schießt ihr mit voller Kraft zurück. Das wird der rote Trupp. Dass der Trupp rot und blau sagt, der Einfachkeit zu schulden, ne, dass man es versteht. Alpha Bravo finde ich natürlich cooler. Ist natürlich auch realistischer. Geil, aber geile Basis. Basis scheint sicher zu sein. Alles klar, ein und hellblau. Einmal bitte wieder am Tor nach Süden aus, schauen, was es da so gibt. Smoke, das gilt auch für Sie. Ne? Kommen Sie ran, Tempo ist kein Taschentuch. Tempo ist gar kein Taschentuch. Dann rücken wir jetzt Richtung Süden aus. Ich habe einen Waffenschrank geholt. Gibt es irgendwas Spezielles, was wir finden sollen? Aber mindestens mal eine Befestigung gefunden. Ne? Ja, aber schon rein, oder? Ich würde da schon einmal rumlaufen. Ich hätte auch jetzt, glaube ich, andere Leute noch rechts rumgeschickt. Einige rechts, einige links rum. Na, aber egal, was da ist, auf jeden Fall schon mal umzingelt. Und jetzt eine gut gesetzte Sprengfalle und das war's mit unserem Trupp. Ja, blauer Trupp zurückkommen. Dann versucht man die Ressourcen in die Basis reinzubringen. Wir sollen erstmal hier die Basis halten und die... Ja, ohne Ameisen. Wir sollen die Ressourcen in die Basis bringen. Das heißt, ihr schnappt sich am besten ein paar Ressourcen. Das ist gerade Trupp hellblau. Wir nehmen jetzt erstmal die Barkspeeder und rücken wieder zurück. AT-RT ist auch, ja. Ja, ja, AT-RT. Oh, soll ich mal über die Mauer springen? Ich lande halt irgendwo direkt auf irgendwas und explodiere sofort. So, 107, wir rücken jetzt das wieder wird halt rein. Ist gar nicht so leicht, hier reinzukommen. Sergeant Han ist nicht Teil der Fortbildung. Solltet ihr andersweise mit ihm interagieren, wir ignorieren ihn. Ja, Han ignorieren kann ich gut. Brad, wenn ich Sie übrigens weiter rumsitzen sehe, dann kriegen Sie von mir persönlich einen Arschtritt. Brad müde, Brad schlafen. Besitzinformationen Richtung West-Nord sind Ruinen im Anflug. Wäre das zu viel, jetzt mit dem AT-RT auf die Mauer zu klettern? Oder wäre das gerade so angebracht? Das wäre zu viel. Ich habe mich gerade nicht getraut, aber glauben Sie, das schafft den Sprung über die Mauer? Ich komme jetzt Richtung Basis. Leider. Ja, ich auch. Wie ist der Status im Westen? Im Westen nichts Neues. Gehört Chopper zu unserem Training, der ist weder markiert noch irgendwas anderes und läuft gerade auf uns zu. Die Truppe ist gefallen. Sollen wir ihn dann einfach von unseren Truppen aufnehmen oder wie machen wir das? Heißen wir ihn mit offenen Armen willkommen. Wirklich Lust mit dem AT-RT auf die Mauer zu klettern, ne? Aber das ist eine coole Basis. Vor allen Dingen so, ne? Fahrzeuge sind da, alles was man sich braucht, Munitionslager und so. Man könnte jetzt hier so ein richtiges Städte-RP mäßig machen, ne? Also so Logistik und so. Also der ist jetzt verwundet, so der ist kaputt, da muss man was machen und so ein Zeug. Racks, die gerade auf den Mauern sind, wieder runtergehen und die Heavies tauschen mit den Racks. Also Heavies hoch, Racks runter. Die können sie kontrollieren, das mit den Heavies auf den Mauern ein bisschen. Und zwar, wir müssen einen Generator aufbauen, denn das Feldlazarett, was wir errichten werden, wird sich dann die EC drum kümmern. Die Ressourcen dafür befinden sich innerhalb dieses Ressourcenlagers, was Richtung Süden ist. Die Heavies aus Trupp Blau zu bekommen und die Racks aus Trupp Rot für Trupp Blau zu tauschen. So, 10 viel können sie machen. Zettel nicht aufgebraucht. Das wollte ich vermeiden. Bugs wieder mag ich nicht so gern. Jetzt beeilen sie sich mal, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich auch so. Sie halten ein bisschen Abstand und dann fahren sie drüber. Diagonal. So ungefähr, ne? Aua. Ah! Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir gehen da zu Fuß hin, das bringt ja nichts mit den Drecksbugs. Zu Fuß hin. Haben sie da feinen Kontakt? Ich glaube, das sind keine Blasterschüsse. Also, einer 7, Ressourcen packen. Ja, frühzeitig auch Bescheid geben, falls sowas kommt. Weil von Süden ist sowas kommt. Ja, ihm fehlt nichts. Nein! Shani kommt auch mit und währenddessen haben die. Ja, dumme Sache, der Load, der hat doch keine Lust mehr. Also, entweder wir kriegen einen Ersatz-Load, oder wir müssen es per guter alte Hand halt machen. Dann sind wir ein paar Stunden beschäftigt. Dann ist schon mal das ist alles rechnen, so. Oh Gott. Ah, Lieutenant, hier ist ein Loader. Da ist vor allen Dingen B2 gerade gelandet. Ja, schnapp die mal rein, ich geh mal zurück zum Loader. Passen Sie auf, achten Sie auf Deckungstag. Ich hab gehört. Laden wir alle das sind vier, habt ihr... Rein in die, in den Kontakt? Aufbruch. Von hinten! Das sind 5-minütigen, sagen Sie Bescheid. Ja, das muss erstmal reichen. Ich würde mir aber trotzdem einen Ihrer Z-Momentiketten im Loader folgen, alle Mann. Was los, was geht ab? Was geht? Was los, was geht ab? Wir haben einen AT-RT wieder haben oder hat der einer gegrabt? Ne, da steht er noch, wunderbar. 3 kommen. Drei kommen. Digga, Shiny, ich knall dich weg. Oder auch nicht.
Also bisher konnte man jetzt als Einsatzleitung auch nicht viel falsch machen. Ne? Also ich finde, die gehen da ordentlich durch, die Aufteilung. Ja, das hat alles jetzt, ja, dauert relativ lange, aber sieht jetzt gut aus, finde ich vernünftig verteilt. Aber wie gesagt, bisher konntest du auch nicht viel falsch machen. Ressourcen geholt haben, hat gut funktioniert. Bisher kann ich mich nicht beschweren. Aber ich gehe nochmal pipi. Einheit 3 vorrücken. Ich hab 2 Lebenspunkte. Nope, müssen wir irgendwie. Nein, ich bin voll dafür, ihn liegen zu lassen. Wir haben zu wenig Männer dafür.